Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gelossbosser, zu diesem neuen Video. Ja, ich möchte euch in diesem Video einmal eine Methodik vorstellen, wie man Felgen versiegeln kann. Nicht konventionell mit einem Wattepad oder so ein kleines Tüsken und Applikatorpad, sondern man nebelt die drauf mit einem kleinen Airbrush-Kompressor. Ja, richtig gehört. Wird einfach drauf genebelt. Man muss sogar nicht mal abwischen. Also Zeitersparnis hoch 100. Ja, also auch was für faule Menschen. Die werden da gut bedient bei dieser Methodik. Ich werde euch die einzelnen Schritte zeigen, die notwendig sind, damit man diese Methodik anwenden kann. Ich habe hier hinter mir schon mal meine Felge vorbereitet. Die wird jetzt für die nächste Saison von mir nochmal frisch versiegelt mit der neuen Methodik. Und gib mir noch ein bisschen Zeit, denn ich mache noch so ein paar Sachen klar und melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Als allererstes braucht man natürlich den Kompressor. Den habe ich jetzt hier schon mal ausgepackt, inklusive Airbrush-Pistole. Ist hier so ein kleines schnuckliges Gerät, kann man hier am Ausschalten, erzeugt dauernd Druckluft, hat also keinen Druckluftspeicher, dass er zwischendurch aufhört zu pumpen, sondern pumpt die ganze Zeit durch. Ist aber auch gar nicht schlimm, recht leise das Ding. Werdet ihr gleich aber auch noch hören, denke ich, im Video. Und das hier ist die Airbrush-Pistole. Ja, hier so ein kleiner Auslöser. Hier kann man die Menge dosieren, die man vernebeln möchte. Hier ist das kleine Reservoir, wo letztendlich die Versiegelung reinkommt. Dann hat man hier noch so einen kleinen Flüssigkeitsbehälter, beziehungsweise ein Flüssigkeitsabscheider, ja, und ich glaube so 2 Meter Schlauch. Ja, das reicht. Ja, das reicht natürlich noch nicht, um die Felgen zu versiegeln. Man braucht natürlich auch entsprechendes Equipment, beziehungsweise die entsprechenden Produkte. Surface hat mir freundlicherweise das Code RIMS für dieses Video zur Verfügung gestellt. Da nochmal vielen, vielen Dank dafür. In der 50 Milliliter Variante kommt das hier in so einer kleinen Box. Ja, hier, die Tüsken brauchen wir nicht mehr. Die legen wir zur Seite und kriegen dann hier so ein kleines Fläschchen. Wie viel man jetzt dosieren soll, wie viel man jetzt in dieses Reservoir an der Airbrush-Pistole reintun soll, kann ich euch wirklich nicht sagen. Da müsst ihr euch rantasten. Macht als erstes mal so wie 5-6 Tropfen da rein, guckt, wie lange ihr sprühen könnt und dosiert danach. Ich möchte jetzt hier nicht, dass ihr dann zu Hause mit einem Messbecher, der Marvin hat aber gesagt, da kommen 6 Milliliter rein, jetzt habe ich 7, ach du Scheiße, die Welt geht unter. Nein, so ist es nämlich nicht. Tastet euch da ein bisschen ran an die Dosierung. Die Einstellung von der Airbrush-Pistole im Auslieferungszustand ist natürlich auch noch nicht optimal. Das müsst ihr auch anpassen und demnach wäre eine Milliliter-Angabe verschenkte Energie, Zeit, wie auch immer. Ich kann nur sagen, man verbraucht mit dieser Methodik nicht mehr, eher weniger als mit der konventionellen Methode, wenn man die Versiegelung mit einem Wattepad aufträgt. Ja, das war es jetzt aber noch nicht mit Equipment. Wir brauchen nämlich mehr. Wir brauchen eine Atemschutzmaske. Die ist wirklich zwingend notwendig. Ich hatte letzte Woche schon mal versucht, dieses Video zu machen. Wollte dann beim ersten Versuch, bei der ersten Felge, keine Maske aufsetzen, damit ich während des Airbrushens, während des Versiegeln noch mit euch reden kann. Nein, macht es nicht. Die ganze Halle ist danach voll mit diesem Versiegelungslösemittelnebel. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht gesund, deswegen eine Maske wirklich zwingend notwendig. Wenn ihr die nicht habt, braucht ihr gar nicht anfangen. Also bitte Verbindung draufnebeln der Versiegelung immer nur mit Atemschutzmaske. So, das war es dann erstmal so zu den Sachen, die man davor klären soll, die man davor machen sollte, die man vorher sich besorgen sollte. Ein Schritt können wir leider nicht auslassen. Der bleibt überall gleich, egal ob bei der konventionellen Methode oder bei der Methodik mit dem Nebeln, ist nämlich das Entfetten. Ja? Grundvoraussetzung für das Entfetten ist, dass die Felge sauber ist. Das habe ich hier schon sichergestellt. Ich werde die jetzt deswegen mit den beiden Surfaces entfettern. Einmal entfetten, übrigens hier, ne? 1, 2. So, ja, ne, 1, 2, damit man auch weiß, welcher ist. Also ich werde die erst mit dem ersten Gang entfetten. Tuch dafür jetzt bei meiner Felge mit sehr vielen Ecken, Kanten, Schrauben und so. Gerne langflorig. Ansonsten bin ich ja eigentlich mehr der Fan von Entfetten mit einem kurzflorigen Tuch. Aber auch hier adaptiert, sehr viele Ecken, Kanten, Sicken. Da ist ein langfloriges Tuch auf jeden Fall wirklich sinnvoll. Ja, entfetten geht natürlich noch ohne Maske. Deswegen die setze ich gleich jetzt auf. Eben einmal kurz entfetten. Wie gesagt, das Prozedere unterscheidet sich nicht von allen anderen, beziehungsweise von der Methodik mit der Applizierung via Wattepad. Das bleibt, ist auch gar nicht mal so spannend. Deswegen werde ich das jetzt hier auch so in diesem Video nicht explizit behandeln. Ihr müsst nur wissen, man muss es trotzdem machen. So, und wer sich jetzt fragt, was für ein Tuch ich hier benutze, das ist das Creature Edgeless. Ist ein kurz- und langfloriges Tuch von The Red Company. Und ja, eignen sich für solche Sachen natürlich super, weil durch die etwas längeren Fasern man auch hier so zwischen die Schrauben kommt. Und weil ich weiß, dass diese Frage auch kommen wird, dieses Felgendrehgerät ist nicht verkäuflich, den könnt ihr nicht von uns kaufen. Wir haben den mal in der Auflage von, ich glaube, 10 Stück oder irgendwie sowas, haben wir den mal gefertigt, beziehungsweise der Glossboss Jones hat den gefertigt und die wurden dann versteigert.
Genau, also bitte da auch nicht nachfragen, den könnt ihr nicht bei uns kaufen. Wir sagen euch auch nicht, wo ihr den kaufen könnt, ja, weil da gibt es schon sehr viele Leute, sehr viele gewerbliche Anbieter, die den nachgemacht haben. Ja. Aber ihr kennt es, ihr Witz, Glossboss war wie immer da, der Trendsetter, und hat die Sache erfunden. Und dann am Ende gehe ich dann nochmal gerne mit den kurzen Fasern rüber. Wie gesagt, das ist so hier der unspektakulärste Schritt von der ganzen Sache und der unterscheidet sich nicht von der mit der klassischen Methode. Okay, ich mache mich jetzt startklar, danach mache ich den Kompressor startklar und dann melde ich mich wieder. So, jetzt bin ich startklar. Ja, ich mache mal noch mal einmal kurz so. Ich glaube nicht, dass man mich gut hören wird. Deswegen, ich mache jetzt einfach erstmal und erkläre euch danach, wie und warum ich es gemacht habe. Jetzt bitte nicht den Fehler machen, sofort die Maske abnehmen. Die ganze Halle ist vernebelt. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt hören kann, aber ich muss jetzt erstmal einmal querlüften. Nein, Fernversiegelung. So, jetzt kann ich euch wieder sehen. Ja, also wie gesagt, bitte auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Wenn ihr fertig seid, sofort die Maske runternehmen, weil wirklich die ganze Halle, die komplette Halle ist voll mit diesem Nebel. Müsst auf jeden Fall querlüften danach einmal, dass wirklich der ganze Luftzug einmal irgendwie so quer in die Halle reingeht, wieder raus. Deswegen irgendwie an zwei verschiedenen Punkten am besten Fenster aufmachen. Wenn ihr das nicht machen könnt, wenn ihr nicht querlüften könnt, dann einfach Garagentor hochlassen. Ja, dann geht es nun mal nicht anders. Aber wie gesagt, unbedingt Maske tragen. So, die Felge ist jetzt versiegelt. Wie gesagt, mit Maske auf ist das Reden immer so ein bisschen schwierig. Deswegen erkläre ich jetzt hinterher, was hier gelaufen ist. Ihr habt ungefähr die Menge gesehen, die hier in das Reservoir reinging. Das war ein bisschen zu viel. Ich hätte da, ich sag mal, ein halbes Sekündchen weniger reinschütten können. Dann wäre die Felge trotzdem komplett versiegelt gewesen. Ihr habt gesehen, so im ersten Step habe ich so ganz grob den Kranz, sag ich mal, Außenseite, Außenbett, also Außenbett, was man hier Bett nennen kann, versiegelt, dass alles mal so ein bisschen eingenebelt ist. Ja? Und dann bin ich hergegangen und habe so aus verschiedenen Winkeln von links, von rechts, die Felge dabei natürlich immer drehen, die einzelnen Speichen versiegelt. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man das aus verschiedenen Winkeln macht, ja, damit auch die Flanke von links und rechts richtig versiegelt ist. Immer die Airbrush-Pistole ja, aus allen möglichen verschiedenen Winkeln draufhalten. Ja, dann generell alles nochmal einnebeln. Dann geht es hinten weiter. Hinten braucht man eigentlich nicht nochmal versiegeln, weil ihr werdet sehen, wenn ihr das mal ausprobiert habt, der Nebel, der auch durch die Speichen geht, der gar nicht die Felge trifft, der quasi, ja, so gesehen in die Luft geblasen wird, der landet auch auf die hintere Felge, auf das Felgeninnenbett. Ich habe jetzt trotzdem nochmal von innen einmal so richtig schön versiegelt, auch damit ich die Speichen von innen versiegelt habe, damit die auch einfacher zu reinigen sind. So ein paar Fragen sind da schon bei aufgekommen. Und zwar, sieht man das dann nicht auf den Reifenflanken? Nein, sieht man nicht. Die Reifenflanke sieht noch genauso aus wie vorher. Macht euch da keine Gedanken. Wo ihr euch, sag ich mal, ein bisschen mehr Gedanken machen müsst, ist die Behandlung danach oder die Handhabe der Felge danach. Ihr dürft jetzt nicht einfach wieder die Felge an der Speiche packen, an die frisch versiegelte Speiche, frisch draufgenebelte Speiche und die vom Felgenständer, vom Tisch, wo auch immer runternehmen. Das dürft ihr nicht machen. Die Oberfläche ist jetzt natürlich noch sehr, sehr empfindlich, ist wie gesagt auch frisch versiegelt. Abputzen muss man auch nichts. Ja, man muss tatsächlich jetzt nichts weiter machen mit der Felge, außer stehen lassen, dass die Versiegelung wirklich vernünftig trocknen kann. So kommen wir direkt auch zur nächsten Sache, die Pistole reinigen. Wenn ihr dann fertig seid mit der ganzen Versiegelung, müsst ihr die Pistole natürlich reinigen, dass sich nicht die Versiegelung in der Pistole aushärtet und die so durch verstopft wird. Ja? Das müsst ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr danach
einmal mit Alkohol durchspült, zum Beispiel IPA. Ihr könnt meinetwegen dann auch den Kontrollreiniger nehmen oder einer von den Cleaner Neutra von Surfaces. Ihr könnt dafür Prep nehmen, also das ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist so ein bisschen entfetten, so ein bisschen, auch Nitroverdünnung geht auch. Ja. Schüttet dann nochmal ein halbes Käppchen rein und ja, spült da so ein bisschen die Pistole durch, dass da keine Rückstände drin bleiben. Ne? Weil das wäre super ärgerlich, wenn man dann bei der nächsten Behandlung sich da irgendwie Kristalle festgesetzt haben oder vielleicht man sogar Kristalle raussprüht, dann durch irgendeinen Zufall das Kristall doch kleben bleibt, man mit einem Tuch dran kommt, dann hat man Kratzer und bla bla bla. Also macht die Pistole ordentlich sauber. Mehr will ich damit eigentlich gar nicht sagen. Ja, und im Grunde genommen war es das jetzt schon so von diesem Video. Ich werde nur noch so Fällen versiegeln. Für mich macht diese Methodik viel, viel mehr Sinn, weil ich, wie gesagt, auch speziell jetzt an meinen Fällen Ecken und Kanten habe, wo ich unmöglich mit einem Wattepad oder einem Applikator reinkommen würde. Das heißt, ich habe jetzt hier an der Felge Stellen versiegelt, die ich vorher niemals hätte versiegeln können. Das ist ein großer Vorteil von dieser Nebelmethode, so nenne ich sie mal. Und genau, ich werde es nur noch so machen. Product of Choice, auch auf Empfehlung vom Lukas von LOK Care. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Lukas, für die ganzen Tipps, die du uns da auch gegeben hast, damit wir das für euch so ein bisschen aufbereiten können in Form eines Videos. Sorry, mein Product of Choice, Surfaces Rims. Nicht nur, weil mir das jetzt von Surfaces freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde, sondern auch generell, weil die Versiegelung lange hält, man wirklich sicher sein kann, da muss man nichts abwischen, nichts abpolieren. Wie es bei anderen Felgenversiegelungen aussieht, weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Wir haben bisher nur mit Surfaces Rims diese Methodik angewandt und haben auch uns mal in der Szene so umgehört, bei den Leuten, die das schon machen mit dieser Nebelmethodik, so nenne ich sie mal, die auch fast alle Surfaces Code RIMS benutzen. Ja, deswegen never change a running system, deswegen bleiben wir auch dabei, werden das dann auch so beibehalten. Das war's jetzt hier von diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, kannst du ganz, ganz gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren. Wir wollen in Zukunft mehr solche Videos machen, nicht nur Vlogs zur Aufbereitung, sondern auch mal so kleine Themen behandeln in Form eines kleinen Tutorials wie das jetzt hier. Ja, in diesem Sinne, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.